Nochmal für dich, Dennis, weil du was mit dem Gotek-Laufwerk hattest. Ich habe das Gotek-Laufwerk gekauft. Ich habe das jetzt hier in einem externen Diskettenlaufwerksgedönse reingebaut. Ja, der Druck ist nicht perfekt, ist mir jetzt aber scheißegal. Es geht auch perfekt, aber ich hatte, das ist jetzt schon der vierte Versuch. Ich will ja nicht ins Detail gehen, warum, wieso, weshalb das jetzt so noch aussieht. Es funktioniert. Ich muss jetzt nur noch irgendwie gucken, dass ich dafür Nutzis für drunter kriege. Aber du hast auch wieder rumgemeckert, Gotek brauchst du nicht. So ein Kram braucht man nicht. Diskette ist doch viel besser. Und du hast dein Cryoflux-Gedönse-Ding da und hast es nicht gesehen. Tut mir leid, also dein Cryoflux-Gedönse-Ding da, 100 Euro. Damit ich ein Diskettenlaufwerk per USB am PC lesen kann. Das ist mir ein bisschen heftig. Tut mir leid, das ist mir zu heftig. Ich habe das andere Ding gebaut mit der Drawbridge, das ist auch USB zu Diskette, ist genau das gleiche. Und es gibt noch eine Geschichte, ich glaube, heißt ADF Copy. Das ist auch sowas ähnliches. USB-Controller mit Diskettenlaufwerk, damit man Amiga-Diskettenscheiben lesen kann und speichern kann. Wie auch immer. Das ist eigentlich alles ein und dasselbe. Aber wenn ich mir Software aus dem Internet downloade, da muss ich erst eine Diskette schreiben, da muss ich die in den Amiga stecken, da muss ich das irgendwie mit der Workbench irgendwie so rumkriegen, dass ich das da raufkriege und. Das ist mir zu blöd. Dann packe ich das, was ich gedownloadet habe, auf den Stick, stecke es hier rein und habe es direkt am Amiga. Dafür ist dieses Ding gedacht. Oder eben, ich habe Disketten, Images, die jetzt nicht unbedingt auf Diskette drauf müssen, weil ich muss nicht alles auf Diskette haben. Dann kann ich das auch hier drüber machen. Warum ist dir das Ding jetzt zu viel? Verstehe ich nicht. Ich habe das Ding hat, ist sowas von geil. Es ist ja nicht nur für den Amiga. Es ist ja auch für den Atari möglich. Da gibt es ja noch die andere Firmware für, dass man das am Atari nutzen kann. Dann kann man das auch nutzen am Korg-Synthesizer, an verschiedensten PCs mit verschiedensten Eigenschaften. Ob es nur 40 Tracks hat, 80 Tracks, 83 Tracks, 85 Tracks oder nur 20 Tracks oder was auch immer. Dafür ist das Ding gedacht. Es ist halt eine schöne Möglichkeit, seine Software auf den Stick da reinzupacken und auf den Amiga zu haben. Gut, nicht ganz so einfach wie LHA-Archiv oder sowas, dass man das machen kann. Das kann halt nur ADF lesen, aber durch die Möglichkeit mit WinUAE kann ich mir ein Disketten-Image, ein leeres Disketten-Image erstellen, mach dann da einmal rucki-zucki, sag ich hier den Ordner, kopiere das über eine Workbench in die ADF-Datei rein, hau das auf den Stick hier drauf und fertig. Und hab es dann am Amiga gleich gebrauchsfähig da. Und muss nicht erst noch mit Disketten hantieren, dann habe ich irgendwie Read-Write-Fehler, weil die Diskette im Arsch ist. Dann suchst du die nächste Diskette, dann musst du die erstmal formatieren, dann musst du die beschreiben, das dauert eine halbe Ewigkeit. Dann mache ich das auf den Stick, es ist ein Drittel der Zeit, die ich dafür brauche. Und habe es gleich am Amiga, wenn ich es benötige. Ich will ja nicht nur spielen, es ist ja nicht gesagt, dass ich hier nur Spiele drauf packe auf den Stick und nur noch spielen will. Dafür ist der Amiga gar nicht gedacht. Der Amiga ist kein Spiele-PC. Es ist keine Spielekonsole. War er nie für gedacht. Ist er aber zu geworden, weil alle Welt mit dem Ding eigentlich gespielt hat. So. Und damit ich die von hier auch von starten kann, mit dem externen Ding, werde ich für den Amiga 500 mir noch eine Platine basteln. Layout habe ich schon fertig. Und ja, ich weiß, sowas gibt es zu kaufen. Es gibt sowas zu kaufen, das kostet aber, wohin habe ich es gesehen, so um die 20, 25 Euro. Und das ist mir für ein Stück Platine mit zwei Sockeln drauf und ein Stück Schalter ein Stück zu teuer. Tut mir leid. Also dann kann ich das auch selber machen. Ich habe die Möglichkeit, selber zu machen, also mache ich es selber.
Und ich werde am Amiga nichts kaputt bohren. Ich werde da nichts kaputt bohren und nichts. Und ich lasse das Gehäuse so, wie es ist. Das war schon gebrochen. Das habe ich jetzt mit 2K-Klebe ein bisschen repariert. Es ist nicht 100% perfekt, aber ja, das ist hier vorne die Ecke. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich kann das auf dem Bildschirm nicht sehen. Es ist hier die Ecke, die ist am schlimmsten. Das ist da weggebrochen. Da habe ich innen drinne. Der ist sogar offen. Kann ich sogar rausnehmen. Habe ich hier mit ABS-Filament und dem Lötkolben noch mit reingeschmolzen und dann noch 2 Komponentenkleber hinten drauf. Und hier an der Stelle war auch einmal da gebrochen. Da habe ich nur 2 Komponentenkleber genommen, das hält bombenfest. Und ich werde das Gehäuse nicht kaputt machen weiterhin. Ich habe den Amiga 500 damals für, ich glaube, 20, 25 Euro als Komplettpaket gekauft gehabt. So. Jetzt guckt mal, was heutzutage ein Amiga kostet. Amiga 500. Das ist ja auch nicht mehr die Originaltastatur, die ist mehr vergilbt als der Amiga selber. Der ist gar nicht mal so stark vergilbt. Aber was ich noch machen will, ist, der Amiga hat hier an der Seite, wo bin ich denn? Oh, diese Kamera. Du störst mich auch, geh mal weg da. Der Amiga hat hier an der Seite, muss ich mal gucken, dass ich es selber sehe, diesen Expansionsport gedönst. Da habe ich auch noch ein schönes Gerät, das werde ich noch mal zeigen, irgendwann mal später. Das kennen die wenigsten. Es ist, glaube ich, auch nicht so oft vertreten am Markt, was man da reinstecken kann. Ist eigentlich für Festplatten, hast du nicht gesehen. Da fehlt mir die Klappe. Die werde ich noch 3D drucken, habe ich schon auf dem PC soweit. Und da werde ich ein Loch reinmachen gleich für einen Schalter, dass ich umschalten kann. Ob damit ich auswählen kann, ob das interne Laufwerk ein Startlaufwerk ist oder das erste externe Laufwerk ein Startlaufwerk ist. Dass er von extern booten kann, weil das kann der so nicht. Der Chip, der da drin ist, der CIE, der Even CIE, ich glaube 8520, hat 4 Pins, DF0, 1, 2 und 3. Und DF0 geht nur auf den intern und DF1, 2 und 3 geht nach extern. Und dann mache ich mir einen Umschalter, dass ich DF0 und DF1 tauschen kann, dass der DF1 nach drinnen geht und der DF0 nach draußen. Und dafür muss ich einen Schalter haben und den werde ich dann hier in diese Klappe, die hier an der Seite reinkommt, die ich 3D drucke, da mache ich den Schalter rein, damit ich mir hier nichts am Amiga kaputt bohren muss und nichts. Den lasse ich so, wie er ist. So, das wäre die Geschichte zum GoTech-Ding.